Renkli. Lukman, Janu, Kukeli und ein erstes Zusammenspiel zwischen Jatin und Tiomiento und das frühe 1:0 durch Ferreira. Ein Blitzstart für die Luzerner. Wow! Super Angriff. Wer sagt's denn, dass auf diesem Platz nicht direkt gespielt werden kann? Alles direkt gespielt. Ausgangspunkt Chiomento und Jakin. Der Pass in die Tiefe auf Ferreira. Und der Ball liegt schon wieder im Tor. Christian Janu mit dem 2:0. 24. Minute. Also doch ein Foulspiel mit Folgen. Christian Janu, Saisontor Nummer 19 für den Rumänen, der einst in Belinzor Wladimir Petkovic in der Challenge League seine Tore erzielt hat. Ein bisschen glücklich, aber wer fragt danach, wie der Ball ins Tor geht? Via Oberschenkel, abgefälscht, unhaltbar, auch dieser Ball für Marco Wölfli. Boah, was für 25 Minuten, was für erste 25 Minuten hier im Gerzak-Stadion. Seydou Doumbia. Erster Abschluss, das war gut. Und erste Prüfung auch für David Sebum. Also 29 Minuten und ein paar Sekunden lang mussten wir warten, bis wir die erste Berner Chance zu sehen bekommen. Kopfballstark. Kukeli. Rechts geht Chiomiento. Links Jakin. Kukeli. 3:0. Wird aber Ibe auseinandergenommen. 43. Minute. Kukeli. 3:0. Ruckzuck ging das wieder wie beim 1:0. Und schon war die Ibe-Abwehr erneut geknackt. Kein Offside. Schneider hob es auf. Renkli. Und das 4:0. Wo bitte sehr ist die IB-Abwehr. Christian Janu braucht nur noch den Kopf hinzuhalten. Unglaublich. Unglaublich positiv aus Luzerner Sicht, unglaublich negativ aus Berner Sicht. Ja, Doppeltorschütze, Christian Janu. Saisontor Nummer 20. Renkli gegen Mardassi und dann keiner nahe, eng bei Christian. Christian Schneuli ist sicherlich nicht der Mann für solche Bälle, für diese Aktionen. Und jetzt gibt's Penalty. Aber Sie sehen, Schiedsrichter Käfer mit einem Lächeln im Gesicht, kein Offside. Und dann fällt David Zibung. Mauro Lustrinelli, klare Sache. Lustrinelli war fast vorbei, hätte allerdings das Tor aus diesem Winkel nie erzielen können. Da hat Zibung sogar noch Glück, dass er nicht die rote Karte
gesehen hat. Regazzoni scheitert an Zibung. Das passt irgendwie zu diesem Spiel. Das passt ab. Dumbia. Dumbia gegen 2, 3, 4, 5. Dumbia, jetzt macht er das Tor. Jawohl. Das hat er sich verdient. Seydou Dumbia hat doch noch sein Tor erzielt. Der hat sich gesteigert nach der Pause. Man hat es wirklich gespürt. Der will unbedingt zeigen, hey, ich bin noch da. Meine zwei letzten Spiele für eBay, da will ich noch einmal alles geben. Wie er hier 5-6 Luzerne hat stehen lassen. Das zeugt von seiner großen, großen Klasse. Seydou Dumbia mit dem Ehrentreffer in der 80. Minute. Es ist sein 30. Saisontor. Ein Klasse-Tor. Ein Tor, keine Frage. Zwei Saisons, zweimal Topscorer der Liga. Wow, der Lattenknaller von Urtic. Und dann das 5:1, das doch noch fällt. Nico Sigrist erzielt es. Zwei Auswechselspieler bereiten den fünften Treffer vor und frustrieren Marco Wölfli komplett. Hier Urtic mit dem Knaller an die Latte und dann ist Sigrist da.